Wenn das nur so OP, weil Lethality OP ist. Das stimmt allerdings, ja. Also Senna profitiert extrem davon, dass die Lethality-Items einfach immer noch krank overtuned sind. Stimmt, die werden ja auch genervt nächsten Patch, ne? Dirk wird nächsten Patch auch genervt. Das heißt, Senna wird quasi gedouble-nervt. Ich meine, Lulu wäre jetzt auch nicht so bad gewesen hier, aber dann hätte ich halt mein ganzes Vertrauen in die Zeri gesteckt. Oi. Da passiert. So, Fokus, Guys. Also, das ist ein Hail of Blades Twitch. Dachte, Dirk Nerf wurde reverted. Wurde reverted? Really? Ja, das ist frech. Das ist sehr frech. Ich glaube nicht, dass er reverted wurde, ne. Okay, Poppy Raptor Start. Ich glaube, Level 1 müssen wir auf jeden Fall respekten. Twitch Ezreal Level 1 ist schon sehr nasty. Ich glaube, ich will hier auch nicht nach vorne wehen. Außer jemand ist wirklich komplett out of position. Schade. Hat sie bekommen? Hat sie bekommen. Nice. Ich glaube, ab Level 6 mit Zeri Ult können wir auch einfach killen. Ich glaube, vor Level 6 verlieren wir, wenn ich nach vorne wehe. Perfekt. Fuhu. Der wird auf jeden Fall gut weggeschießt, der Jarvan. Poppy hat Blue Buff gemacht. Ich glaube, der hätte die Wölfe gar nicht machen dürfen. Der hätte mit uns fighten müssen. Das ist jetzt ein Red Buff Twitch. Uiuiui, der Jarvan war wirklich komplett durchgenudelt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich wirklich was Topside machen kann. Also Jarvan ist gegen Poppy komplett useless. Ich kann hier oben, glaube ich, einfach nichts machen, straight up. Der wird einfach komplett durchgefistet, der Jarvan. Holy shit. Ja, wir müssen versuchen, irgendwie Botlane zu killen. Hält aber auch ein Ezreal, ne? Wird auch nicht so einfach. Na, wenn Twitch hier ist, verlieren wir, glaube ich, straight up. Die Poppy ist ja komplett am Piss-Smurfen, Alter.
Oh nein. Ich hab nix, Bro. Na, der Roam war's nicht, Ari. Du bist einfach viel schwächer als die LeBlanc, Bruder. Okay, strong. Ja, unser Zeri spielt richtig gut. Midlane Wave ist auch huge. Und unser Jarvan ist komplett raus aus dem Game. Bin mir auch nicht sicher, ob hier eine leichte Ghostung vorliegt. Das fühlt sich so ein bisschen an, als ob wir geghostet werden, bin ich ehrlich. Ob ich Mitte irgendwas machen kann, ehrlich gesagt. Ja, der Jarvan hat nicht so viel Spaß. Ja, Bro, aber ich hab's jetzt auch sogar gepinkt. Da darfst du nicht aus Plating greeden. Da darfst du nicht aus Plating greeden, Bruder. Ah, sie hat jetzt Static. Ah, sie hat auch so Static. Ja, Mercs das Game. Okay, es wird nur Exhaust. Wir sollten jetzt versuchen, für den Dive zu gucken. Dass der Twitch das Game actually carry darf, ist sehr traurig. Oh. Ich habe mal Top, move jetzt wieder Bot. Ich weiß halt nicht, ob wir Killpusher Top haben. Wenn ich Top move, killen wir mit Akali den Yasuo.
Würde schätzen, ja. Wir können jetzt hier nicht dive, weil Twitch wieder live ist, ne? Ah, der hat schon Nashos ready, der Twitch. Meint ihr, wir können ihn killen? Okay, strong. Hat dann für Zeri. Okay, we take those. Break ist jetzt ab, ich habe keinen Flash, Twitch ist wieder Bot. Wir brauchen auf jeden Fall Ults, um fighten zu können. Ohne Ults haben wir Zero Damage leider. Twitch ist hier, guys. Twitch ist hier. Okay, Twitch ist nicht hier. Muss eigentlich nochmal resetten hier. Ich bin so low. Nee, da kann ich dir nicht helfen. Vielleicht sollte ich wirklich nur am Arsch von Zeri kleben. Ich glaube, Zeri ist der einzige Champ, mit dem ich Fights gewinnen kann. Wenn die so engaged wird und ich bin da, dann können wir das vielleicht sogar fighten. Ich habe jetzt auch wieder Ult. Bobby Ghost ist, glaube ich, wirklich. Ja, ich glaube auch. Ich mache mal meine Kamera drüber. Ist zwar jetzt schon ein bisschen spät, aber... Ich glaube, das ist ein bisschen... sehr sus. Die dodgt jeden Ward. Hat perfektes Tracking auf Jarvan. Bin mir auch nicht sicher, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Wir hätten hier noch diven sollen, wahrscheinlich sogar. So. Oh, Toplane sieht ja auch sehr mager aus. Okay. Ah ja, wie gesagt, ich glaube, die Zeri ist unsere größte Win-Condition. Deswegen spielen wir weiter für Zeri.
Das war echt nicht gut gespielt von dir, Bruder. Oh, das ist echt kacke gespielt von dir. Boah, aber es hat irgendwie funktioniert. Oh Gott. Oh, Zeri. Oh, Zeri, das war es leider gar nicht. Scheiße. Also, sie hatte auch noch keine Ult. So. Ah, sieht sehr mager aus, das Game. Wait, was kauft sich die Zeri? Haben die irgendeinen Itempfad geändert? Was, warte mal. Aber man braucht das Ding für Phantom Dancer? Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal Phantom Dancer gebaut in dieser Season. Da kann ich dir nicht helfen, Bruder. Der hier sieht auch scary aus. 190 CS. 3-0. Ui. Jetzt passiert nicht mehr so viel. Ja, ich finde schon, man merkt es. Aber kann natürlich auch Placebo sein. Ja, wir haben halt nur Losing Lanes leider, ne? Ich glaube wirklich, Zeri Scaling ist unsere größte Hoffnung. Das Problem ist halt, LeBlanc kann die Zeri one-shotten. Ein Dash in Poppy rein, die ist tot. Das ist schon eine sehr, sehr roughe Kiste. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir das spielen wollen. Wir haben halt auch keine Solo-Lane, die wir irgendwie reinspielen können, weil die alle so behind sind. Not sure how we can win. Bro, aber... Ist auch einfach losing hier unten, oder? Strong. Ist das Nash? Boah, das ist so risky. Egal, wir machen es YOLO. Das ist unsere Comeback-Chance. Ich glaube, LeBlanc wird uns alle killen, aber we try.
strong. Das ist super, super strong. Serious Damage ist sehr traurig. Ah, das schätzt erstmal nicht. Ja, wir wollen jetzt derselbe hier oben Vision geben. Gold noch für Locket. Guys, wir haben eine 3 Item Zeri. Wir sollten jetzt nicht ohne die Zeri random Fights forcen. Das wäre wirklich sehr doof. Zwei für zwei ist aber okay, ehrlich gesagt. Wir gehen jetzt hier nochmal Base. Gehen jetzt wieder top aus Base mit Zeri. Das war sehr gut sogar. Zwei für zwei. Und Mitte Tower. Huge. Kann sein, dass die Serie gleich TP'd wird. Antp'd wird. Ich weiß nicht, ob sie noch weitermachen will. Ah, das ist das TP. Strong. Da hatten wir den richtigen Riecher. Nicht rangekommen. Okay. Nächstes Ace. Sehr huge. Welche sollen wir auch bekommen? Ja, wir haben mal eben einfach entspannt das Game geturnt. Jetzt gehen wir hier next item. Ich überlege, ob ich einfach Knights Vow gehe. Wow, warum denn mich? Ja, die hat verstanden, wer der wichtigste Spieler in dem Game ist. Die Zeri ist ein bisschen... sind sehr optimistisch, die Zeri. Oh, scheiße. Da hat sie leider 6000 Turret-Shots getankt.
Ja, ich glaube, wir gehen auf jeden Fall Knights Vow jetzt, damit die Serie nicht mehr One-Shot ist. Ding ist, wir sind halt einen schlechten Teamfight davon entfernt, das Game zu verlieren, aber wir sind nicht einen guten Teamfight davon entfernt, das Game zu gewinnen. Das macht es immer noch ein bisschen eklig. Zeri ist auf jeden Fall stark genug, um das Game zu carryen, aber ein Fehler und she dead. Nee, ich will hier nicht auf Mitte engagen. Ich bin so geil, ich bin so geil! Nash ist ab. Zeri ist einfach trotzdem fast dead. I will end this misuse of magic. Zeri hat keine Ult, aber das ist das Problem. Mit zwei neue Wards kaufen. Vision ist hier halt unglaublich wichtig, ne? Vision ist der Unterschied zwischen Zeri wird geflankt und stirbt und Zeri kann carryen. Die Poppy darf niemals an Zeri rankommen, weil wenn die Poppy in E-Range ist für Zeri, dann trifft er ja so seine Ult und dann ist die halt safe tot, das ist das Problem. Ja, das ist, was ich meinte. Die Zeri darf nicht. Der Yasuo darf nicht in die Zeri rankommen. Aber Ari hat auch ein bisschen gepimmelt hier. Weiß nicht, was ihr Job da war. Ich glaube, Zeri braucht auch ganz, ganz dringend ein Death-Item. Ja, Nash ist wahrscheinlich. Komm, wir haben Vision, also er kann das vielleicht stealen. Ist nicht mehr. Ich glaube, er ist nicht in Vision. Er ist nicht in Time da. Ah, warum, Bro? Warum? Ah, war ein Versuch wert. 50 HP, I guess. Aber jetzt sind wir auch für Drake nicht in Time. Ah, ist auf jeden Fall ein knackiges Game.
Okay. Ich meine, keine Wave, ne? Das war so ein richtiger High-Risk-Fight. Ich glaube, wir machen einfach nur einen Turm und gehen dann Base, oder? Schaffen wir Inip? Das ist nur LeBlanc, in Anführungszeichen. Nee. Okay. Auf Yasuo TP aufpassen. Strong. Jetzt haben wir auch noch Knights Vow. Huh. Das war eine knappe Kiste, Alter. So, was machen wir jetzt? Vasco, vielen Dank für den Sub. Tom stinkt nach Magie, kann ich confirmen. Und Poseidon. Danke für die zwei. So, wir müssen jetzt hier einmal den Knights Vow verteilen. Ich will hier nirgendwo Face checken, weil ich bin nicht so tanky. Zuck mal das. Garia TP? Ich glaube, wir können hier Ende machen. Wir haben drei Leute gekillt. Scheiß mal auf Top Wave. Finish! Yes! Let's go! Boah, dass wir das geturnt haben, das Game. Ich würde sagen, das war ein starker Maokai-Pick, oder was sagt ihr? Und das Game habe ich auf jeden Fall gut Value gehabt. Und die Poppy hat irgendwie nichts mehr gemacht, nachdem ich meine Kamera über die Map geschoben habe. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat die Poppy auf einmal Hyping gehabt. Sehr nice. So, ich gucke mir das mal an, das Early Game. Was, also die Poppy hat entweder böse gezaubert.